Ciao zusammen, herzlich willkommen. Wir sind Quelle TV, wir sind im Studio in Bern und ich habe einen Gesprächsgast hier, es ist die Beate Seemann. Wir sprechen im Gespräch über Engel, Engelbotschaften, über Sirius, über den Weg, den Beate gegangen ist, um Heilerin und Medium zu werden. Wir sprechen über den Humor und vieles mehr. Ich wünsche dir viel Freude beim Anschauen dieses Gesprächs. Liebe Beate Seemann, es freut mich sehr, Bea, dass du heute hier bist. Mir geht's richtig gut. Ich habe eine Heilerin hier und ein Medium. Und jetzt freue ich mich auf dieses Gespräch und denke, ja, wie wunderbar ist denn das? Es ist anfangs Advent und jetzt habe ich dich hier. Sehr schön, dass du hier bist. Danke, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ja, ich danke erstmal dir, liebe Isabel, dass du mir eingeladen hast und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin jetzt ganz gespannt, was du da so für Fragen hast und wir schauen einfach mal, was ich vielleicht übersetzen darf, was ich mitteilen darf. Ja, freue mich jetzt einfach mal drauf. Schön. Wir hatten Zeit noch. Du bist angekommen, wir hatten Zeit noch bei einem Kaffee vorzubesprechen. Das war so lustig schon und lebendig und das hat mich so gefreut. Du hast dann gesagt, ja, man sagt dir so, dass du ein lebendiges Medium bist. Und das fand ich einen lustigen Begriff. Ja, weil wenn man mich so sieht oder auch so kennenlernt oder wenn ich auf Kongressen bin oder auf der Bühne, ich bin da schon immer sehr in der Energie oder wie jetzt auch bei Eicher war, in Zürich beim Kongress. Und da habe aber jemand zu mir gesagt, ich wäre immer so lebendig in den Gesten. Und dann habe ich ja zu dir gesagt, das freut mich aber, wenn wir nur lebendig sind. Ja, gell? Ja. Gibt es denn tote Medien? Nein, das wäre ja dann die Frage, oder? Ja. Ja, ich denke immer, vielleicht auch, ja, dieses authentisch zu sein, ja, in der Zeit, wo wir ja auch vorher mal so ein bisschen drüber gesprochen haben beim Kaffee. Mhm. Ja, was ist jetzt das Authentische? Wer ist der authentische Referent? Was macht Medium? Was macht Heilerin? Und wie man ja sagt, sei einfach so, wie du bist und so kommst du zu den Menschen, so finden dich die Menschen, so kann man auch Menschen ja dann auch erreichen und berühren. Ja. Und das habe ich so schön, ich fand das so schön am Heilerkongress, da habe ich dich zum ersten Mal erlebt und das war wirklich so lebendig und dann auch in der Pause oder so im Gang oder so normal, wenn ich das so sagen darf, so habe ich dich erlebt, so einfach auch. Ja. Einfach normal. Ja, schön. Also so wie man mich auf Kongressen erlebt oder hier, also so bin ich, also da gibt's jetzt nicht nochmal irgendwie etwas anderes bei mir. Nur wenn ich jetzt einsteige, jetzt wie zum Beispiel heute Abend in der Engelbotschaft, die ich überbringe, dann wird's immer, ist schon immer ganz interessant. Wenn ich da dann spreche, dann spreche ich auf einmal Hochdeutsch. Und das kann ich eigentlich sonst nicht. Aber wenn ich einsteige in die geistige Welt und auch da die Botschaften überbringe oder auch, heute habe ich ja nur Readings, dann habe ich da eine ganz andere Sprache. Aha. Ja. Also, und sonst kann ich das eigentlich so nicht. Ja, ist wie eine andere Rolle dann. Dann bin ich wirklich, ich sage ja immer, Bea hat jetzt Pause, weil ich bin's ja nicht. Ich bin nur Kanal, der spricht und überbringt. Und das war damals so mein Trick 17, wo ich in diese neue Welt kam, wie schält man denn die Gedanken raus und wie bin ich mir denn ganz sicher, dass ich es nicht bin? Und dann habe ich mir manchmal vorgestellt, dass es wie ein Doppel von mir gibt, also die irdische Bea, die geht jetzt raus, die steht neben mich oder hinter mich und die macht jetzt einfach mal Pause. Und dann steht da die andere und das ist der Kanal und durch den fließt es, auch in der Heilarbeit. Ja, also dass ich immer weiß, ich bin wirklich dann nur der Kanal und nichts von mir oder Ego oder wie auch immer fließt dann nur durch. Und das ist schon immer ganz spannend. Ja, wie konntest du das lernen? Ich wurde ja gelernt. Ja. Also ich habe ja noch nie irgendwie was gelernt oder einen Lehrgang oder eine Schulung, wie auch immer, sondern bei mir war das ja von heute auf morgen, dass ich die geistige Welt sehe.
Und ich war wirklich komplett überfordert. Das kannst du dir vorstellen. Du kommst, also ich komme aus der Versicherungsbranche und ich hatte da damit überhaupt nichts zu tun. Mit Spiritualität, mit Engel, Vorausgegangene. Und ja, das war schon am Anfang wirklich ein Schock, als Mutter Maria bei mir im Schlafzimmer stand. Das kannst du dir vorstellen. Ja. Du hast du hast da also verschiedene Teile, wo du deine Geschichte erzählst. Ja. Teil 1, 2, 3, bis 5, glaube ich. Ja. Oder? Ja, ja, geht es so, wie das entstanden ist, deine Geschichte. Und ich habe mich dann gefragt beim Zuhören, es ist eindrücklich, wie dir das passiert ist, plötzlich, und du nicht mehr schlafen konntest auch. Ja. Ja, das war wirklich, weißt du, ich habe auf einem Bahnhof gelebt, da waren manchmal in der Nacht über 100 Vorausgegangene bei uns, dann kamen ja nur die Engel dazu, dann kamen nur nicht ganz so lichtvolle Wesen, die es ja auch gibt, ja, also so sehe ich es auf jeden Fall, die kamen auch noch hinzu und das war wirklich ganz, ganz schrecklich damals. Also es waren wirklich 2 Jahre, in denen habe ich sehr, sehr gekämpft und wollte das alles nicht und dachte immer, Gott, lieber Gott, was habe ich verbrochen, dass mir sowas geschieht, und wollte eigentlich immer nur, dass das aufhört und dass die alle wieder geht. Und irgendwann, ja, du merkst schon, halt, was man, wenn du dich gegen was wehrst, was nicht möchtest, dann kommt es ja umso mehr. Und irgendwann habe ich dann quasi gedacht, okay, ich ergebe mich und jetzt muss ich gucken, wie ich das alles verstehe. Und so bin ich dann in meine eigene Kommunikation rein, weil du musst dir vorstellen, das war so 2005, 2006, da war das, wie es heute ja ist im Internet, ist ja ganz anders. Ja. Kannst du was eingeben, kommt hunderte von Angebote und Websites und wie auch immer, kommt ja raus. Und bei mir damals war das ja gar nicht so. Ja. Also wenn du da noch gegoogelt hast, falls ich das sagen darf, da war so nichts. Ja. Und dann dachte ich, oje, was mache ich jetzt? Und habe mich zwar mal durch ein paar so Bücher durchgelesen, das hat mich aber eher durcheinander gebracht, weil damals, die waren dann alle wieder verschieden. Und dann dachte ich, jetzt weiß ich auch nicht. Dann habe ich die Bücher weggepackt und dann habe ich gesagt, so liebe Engel, jetzt müsst ihr mir sagen, was das hier alles soll. Und dann habe ich gelernt, wie die Sprache der Engel oder der geistigen Welt, wie die in mir ist, wie die durch mich fließt. Und ich war am Anfang ein Schreibmedium. Ich musste immer über den Steinbock. Ich brauche immer so viele Beweise, weißt du. Ich musste mich selber austricksen und habe dann geschrieben, einfach dieses automatische Schreiben. Ja. Und wo ich das dann gelesen habe, wusste ich, das bin ich definitiv nicht. Diese Redewendungen und was da gesprochen wurde ist und so, weißt du? Und dann habe ich mich so langsam herangetastet. Und das hat damals nur funktioniert, wenn ich im Bett gesessen bin mit einem Block und habe das so schreiben können. Ja. Und mein Mann war dann damals derjenige und der hat gesagt, du, also das ist jetzt nicht so praktikabel, wenn du den Menschen die Botschaften der Engel überbringen sollst und die sollen bei dir vom Bett, müssen die bei uns ins Schlafzimmer, weißt du? Ja, ja, ja. Und dann hat er, okay, ich traue mich mal zu sprechen, was reinkommt. Und das war dann am Anfang auch noch holprig. Also die erste Botschaft, so Erzengel Raphael und Erzengel Michael, das ist nur lange noch nicht so geflossen, wie das jetzt bei mir heute ist. Ich nehme einen Atemzug und dann ist alles da. Ich habe nie eine Vorbereitung oder müsste mich jetzt aktiv wohin wenden, sondern das haben mir Menschen alle, dieser eine Atemzug in unsere lichtvolle geistige Welt hinein. Es ist gar nicht so kompliziert, mit ihnen zu sprechen. Ja. Weißt du? Du hast, das erzählst du irgendwo, dass du gesagt hast, also gut. Und dann bist du ins Schlafzimmer gegangen, hast einen Stift genommen und etwas, ein Papier und einen Notizblock, und dann hast du die Augen geschlossen und dann hat es geschrieben. Ja. Es schrieb. Ja, es schrieb. Es schrieb. Es war damals, die erste Botschaft war von Erzengel Uriel. Und das hat mich damals wirklich aus den Socken gehauen. Also das war dann immer, weißt du, das war bei mir ein ganz langer Prozess. Wenn heute ja Schüler zu mir kommen oder Lehrgangsteilnehmer, sage ich, ach Gott, ihr seid ja 10-mal schneller
wie ich, also bei mir war das ein ganz, ganz langer Prozess. Ich habe mir das immer wieder angeschaut, wieder ein bisschen herangetastet, wieder überprüft, ja. Und weil ich hatte niemand. Also es gab ja niemanden. Also damals hat halt mein Mann auch gesagt, erzähl's niemand. Ich sehe was, was du nicht siehst und ich höre was, was du nicht hörst. Ist nicht so gut vielleicht. Und wir sind ja selbstständig, ja. Also die Versicherungsagentur, die gibt's ja immer noch. Ja. Und wir sind ja eine kleine Gemeinde. Ja. Da kann man jetzt, ja, hier in Bern, da gehst du ein bisschen unter in der, in der Masse, aber bei uns war es nicht so einfach. Ja, das habe ich mir auch überlegt. Wie hat eigentlich dein Umfeld reagiert? Also es war dann wirklich fantastisch. Ich habe wirklich ja lang gekämpft, bis dann dieser Moment kam. Und auch mein Mann hat gesagt, du kannst nicht mehr anders. Das war natürlich für mich die größte Unterstützung, weil er hat mit mir diese Kämpfe durchgestanden und er hat da ja auch irgendwie erstmal schauen dürfen, oh wow, Hilfe, meine Frau ist übersinnlich, was mache ich jetzt? Ja? Und als ich dann so mein Coming Out hatte, auch in den Freundeskreis oder auch in die Stadt hinein, war das alles positiv. Es gab niemanden, der gesagt hat, ja, mit dir stimmt was nicht. Sondern die haben gesagt, wir kennen dich 30 Jahre und sonst auch ganz, ganz lang. Wenn du das sagst, dann muss das irgendwie so sein, auch wenn wir es jetzt nicht nachvollziehen können. Aber die sind alle heute auch noch da. Ach, schön. Ja, total. Und gab es auch welche, die dich schon gut kannten, die sagten, ja, das passt zu dir oder das wundert mich nicht? Nein, also weil die mich schon als sehr irdischen, trockenen Steinbock, weißt du, hat mir alle so gekannt. Und klar, Versicherung ist ja sehr irdisch. Und die wusste, ich hab nie über Engel gesprochen oder es hat mir alles gar nicht interessiert. Und daher waren die eigentlich ja mit mir erstaunt dann, ja. Und das ist auch heute so, wenn man zusammenkommt, also wie wir vorher beim Kaffee gesprochen hat, ja, über was spricht man denn so, wenn man so zusammenkommt, auch unter Kollegen, dann sage ich ja über total normale Dinge. Ja. Gell? Und das ist auch so, wenn ich privat bin, das kann mal sein, es kommt mal eine Frage und man sagt, Bea, was kommt da jetzt so, was meinst du? Aber sonst bin ich da einfach auch mal nur privat unterwegs. Ja, genau, einfach so. Und was bei dir so auffällig ist, also wunderbar auffällig, ist der Humor. Ja, das Lachen. Ja, das ist ja auch bei euch so schön, in eurem Team. Oder so, wie ich es habe ja auch in Zürich kennenlernen dürfen, wo ich gesagt habe, ich bin zu euch gekommen und habe mich so wohl gefühlt, weil wir können ja auch einfach miteinander schwätzen oder auch Schweizerdeutsch, ja. Ja, genau. Ich verstehe euch ja dann auch so. Ja. Und es ist einfach ein Wohlgefühl. Und ja, der Humor gehört doch zum Leben, ist so wichtig, ja. Und am meisten lache ich ja über mich selber. Ja, das ist auch schön. Das ist auch schön. Ja, weil ich weiß eben nicht, ob das, ist das manchmal fast ein wenig ungewohnt in der, ich sage jetzt mal, spirituellen Welt vielleicht, wenn man das so sagen kann. Die Szene finde ich irgendwie komisch, aber so in diesen Kreisen ist es manchmal so, dass ja, Humor manchmal zu ernst, ja, dass es zu ernst ist. Und die Engel, die lachen sehr viel mit mir. Oder auch Sirius, ja, als Sirius mir das Buch durchgegeben hat, ja. Die haben auch gesagt, sie lieben meinen Humor, weil mir passiert am Tag wirklich Dinge, da kannst du wirklich nur lachen. Ich bin totale Schussel. Und die lachen dann mit mir. Ja, und ich sage, so ist es ja einfach. Und so kommen auch die Menschen zu mir. Sie sagen immer ganz viel zu mir, du bist ja so normal oder so irdisch oder wie auch immer. Und unter anderem mag es eher nicht mit so einem lebendigen Medium vielleicht, ja, dem bin ich zu aufgeweckt. Ja. Kommt immer das Richtige zusammen. Ja, genau, die richtigen Menschen finden das richtige Medium oder das ihnen entspricht. Ja. Ich habe dich noch gefragt vor dem Gespräch, du
bist ja oft in dieser Situation, dass du befragt wirst. Andererseits bist du dann in der anderen Rolle, wo du Botschaften gibst. Mhm. Ja. Und nicht das erste Mal in einem Interview. Und dann habe ich dich gefragt, gibt es etwas, das du vielleicht noch nie gefragt worden bist und gerne auch mal etwas sagen würdest dazu? Und dann hast du gesagt, die Fremdenergien, du hast es vorhin, glaube ich, auch kurz angedeutet, ja, welche da auch noch kommen. Mhm. Ja, weil ich sie ja gesehen habe, also in diesem Prozess, das war auch von der geistigen Welt so gewollt, sie haben zu mir gesagt, sie müssen mir alles zeigen, sonst glaube ich es nicht. Also da waren ja auch die Zwerge, die Elfen, die Feen, also sie haben mir alles gezeigt, ja. Mhm. Weil sie immer gewusst hat, ja, der bockige Steinbock, den müssen wir von allem überzeugen. Und so haben sie mir aber auch, waren Energien bei mir, weil ich wusste ja damals noch nicht, dass ich ja immer so ein offener Kanal war. Ja, ich hatte ja gar keine Ahnung. Und ich war ja quasi immer online unterwegs. Mhm. Und dann war mein Haus und mein Leben, das war wirklich ein komplett offener Kanal. Und da kam eben auch alles herein. Und ich habe wirklich Dinge gesehen, die haben mich wirklich teilweise zu Tode erschrocken. Mhm. Und ich habe dann auch gesehen, also damals auch im Supermarkt oder so, weißt du, dass Menschen solche Energien oder solche Wesen also hinter sich dabei hatten. Und das fand ich wirklich gruselig und dachte, um Gottes Willen, wie kann denn sowas sein, ja? Und jetzt sagt man ja auch immer so, naja, wenn du ja, du musst nur Licht und Liebe sein und dich in diesem Feld ausdehnen und dann sind die nicht da, wie auch immer. Ja, kann sein, aber in manche Lebenssituationen kommen die vielleicht schon mal auch näher an uns. Und zu mir kommen eben Menschen, auch gerade gern teilnehmen in meine Lehrgänge, da sage ich immer erst, ich muss sie erst energetisch auspacken. Und da sehe ich dann so ganze Schichten, weißt du, gerade wenn man schon viele, vielleicht Lehrgänge, Seminare, viele Bücher, viele Messer, wie auch immer, gemacht hat, dann kann man schon auch solche Energie im Schlepptau haben. Mhm. Und ich bin auch inkarniert, um Besitzungen zu lösen. Ja, also das ist auch etwas, was man mir mitgegeben hat. Also zu mir kommen Menschen, das sehe ich, die haben wirklich Besitzungen und die nehme ich rüber in meinen Körper und aus meinem Körper gehen die dann. Mhm. Das ist ganz spannend. Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Kannst du etwas sagen dazu, wie das funktioniert, wie du das machst? Ja, also A, bin ich es dann ja wieder nicht. Ja, sondern ich spreche dann mit der Energie oder mit dieser Wesenheit oder egal, was sich dort zeigt. Mhm. Die meisten, die möchten ja auch wirklich auch selber erlöst werden. Also die sind dann irgendwann mal bereit. Und dann kommt es auf mein Gegenüber drauf an, inwieweit kann dieser Mensch denn loslassen? Mhm. Wie lange ist die Energie vielleicht schon dabei? Und dann mache ich es mit dem Atem. Ja, dann kann das sein, ich nehme dich in den Arm oder wenn es auf der Heilige war, dass ich mich dazulege und dann spreche ich wirklich hinein in diese Energie, dass ich sie wie in meinen Körper hereinhole. Mhm. Und bis ich dann merke, sie geht aus diesem Körper heraus, dann ist sie in mir drin. Das ist dann auch mal ganz interessant, wenn es jetzt zum Beispiel Besetzungen sind, auch von Ahnen. Kann sein. Also es hatte mal eine Teilnehmerin ihren italienischen Großvater ständig in sich und auf einmal konnte ich hervorragend Italienisch sprechen. Aha. Ist auch ganz spannend, ich kann es nicht. Ja. Ja. Und dann aus meinem Körper wieder heraus. Ja. Und es macht mit mir nichts, also es bleibt nichts in mir, ich nehme da auch nichts mit, weil ich bin da nur der Kanal. Mhm. Es hört sich vielleicht manchmal anstrengend an, wenn ich da atme und vielleicht muss ich da mal lauter dabei sein. Es kann auch mal 15 Minuten dauern und dann sitze ich da mal ganz still in meinem Ecklein und bis die Energie draußen ist. Und, aber dann ist alles fein und ich finde es immer sehr, sehr spannend. Ja, und das ist befreiend dann für dich. Der Teilnehmer, du siehst dann auch hinterher, also der Atem fließt ganz anders, die Haltung im Körper ist anders. Sie merken dann auch,
die nächsten Tage oder im Leben stimmt. Es fühlt sich jetzt manches ganz anders an. Mhm. Und ja, spannend. Daher sage ich immer, seid achtsam mit Energiemixen. Mhm. Und das ist natürlich heute in unserer Zeit. Schau dir mal die vielen Online-Kongresse an, die vielen Veranstaltungen, die vielen Messen. Und die Menschen saugen so gern auf wie ein Schwamm. Ich finde das ja auch schön, dass es das Angebot gibt, dass du dir also auch so viele Informationen holen kannst. Mhm. Aber immer mit sich selber auch achtsam zu sein, was tut einem gut und was tut einem dann nicht mehr gut. Ja, ja, wie können wir uns schützen? Eigentlich auch wieder kein Schutz. Weil du weißt, Schutz ist schon wieder, ich habe Angst vor etwas. Ja. Also ich trage auch nie, habe noch nie ein Amulett oder weißt du, irgendetwas getragen. Also auch wenn ich in Teilarbeit oder so gehe, ich habe keinen Schmuck oder habe gar nichts an. Mhm. Und nein, ich würde sagen, achtsam mit sich selber zu sein. Ja. Man spürt doch, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Mhm. Ich habe gestern auch so ein schönes Gespräch mit der Vreni gehabt, dass es doch so schön ist, jeder weiß doch, er kann sich entscheiden für den Lehrgang, diesen Coach, wie auch immer, in diesem Angebot. Mhm. Und die geistige Welt sagt immer, es gibt keinen falschen Weg und keine falsche Entscheidung, sondern geh einfach. Und auf dem Weg weißt du ja, ist es jetzt meine Ausbildung, ist das mein Lehrgang, ist das mein Lehrer, ist das meine Reiseleiterin, wie auch immer. Mhm. Und dann kann man doch wieder etwas anderes dazu nehmen. Mhm. Und das finde ich das Schöne, dass man dann achtsam ist. Man muss ja nicht unbedingt etwas, weißt du, durchziehen und zu Ende bringen über Monate hinweg, wenn man vielleicht schon nach 2 Wochen merkt, vielleicht doch nicht das, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann kann man ja auch wieder eine Kurskorrektur machen, jederzeit. Aber gehen, vorwärts. Ja, schön. Die Vreni ist von unserem Team, ich wollte es noch erwähnen, die Vreni. Viele kennen sie wahrscheinlich, die jetzt zuschauen, die liebe Verena. Ja. Zu ihr hast du das gesagt. Du hast vorhin noch erwähnt, wegen den Ahnen. Das ist auch immer ein Thema bei dir, ist mir aufgefallen. Ja, mache ich ganz viel. Familienahnenheilung heißt es bei mir. Es kommt aber auch darauf an, weil für manche Menschen liegt noch ein Schlüssel der Heilung oder Erkenntnis in der Vergangenheit, in der Familie, bei den Ahnen. Mhm. Aber ich habe auch so bemerkt, so auch in diesem Jahr, dass es für viele schon richtig gut abgeschlossen ist. Die brauchen gar nicht mehr so weit zurück, sondern die sind schon mehr, die Menschen, die Seele sind schon mehr auf der vorwärtsstrebende Energie. Ich liebe das aber auch sehr, mit den Ahnen zu sprechen oder wenn sie sich zeigen. Und weil sie auch so große Weisheit immer haben. Oder wie wir auch jetzt von den Großmüttern zum Beispiel gesprochen haben. Und sie, wie jetzt meine Großmutter, hat auch gesehen, habe ich dann aber mal sehr spät erfahren und meine Mutter auch. Aber keiner hat in unserer Familie zum Beispiel darüber gesprochen. Und das habe ich auch bei ganz vielen Menschen, die zu mir kommen, dass so manche Dinge jetzt schon auch ein bisschen in der Familie auch sind. Mhm. Ja. Und aber jetzt so die Adventszeit und Weihnachten, da ist dieses Tor in diese geistige Welt zu unserer Großmutter, Großväter, wie auch immer, ist für mich immer spürbar noch weiter geöffnet. Dass sie doch auch mit ihrer Energie sehr bei uns sind. Und ja, man denkt ja auch immer so, jetzt wie war als Kind Weihnachten und die Oma und was hat man gekocht und man hat es gegessen. Und ich rieche auch immer meine Großmütter. Die hatte ja damals so immer, ich muss immer aufpassen, welche Werbung ich da spreche. Ja. Und ich weiß immer ganz genau, auch wenn meine eine Großmutter bei mir im Raum ist und sie kommt vorbei, ich rieche sie sofort. Das ist ganz schön. Ja, ja, das, die Großmütter, ich habe eben auch das Gefühl, ich habe so die eine Großmutter im Moment so dabei. Mhm. Und deshalb sind wir auf das Thema gekommen. Und du hast beide
Und wir sprechen von den Großmüttern. Mhm. Was ist mit den Großvätern? Ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Also es ist auch ganz interessant, in den Readings oder in den Heilungen sind immer mehr die weiblichen Energien präsent. Die kommen immer mehr, also mehr ist es immer die Mutter, Großmutter, Tanten, wie auch immer, ja, die da eher diesen Zugang auch schon mal zu den geistigen Welten hatten und sich dann auch einfach verstärkt melden, ja. Mhm. Jetzt in meiner Familie weiß ich, das ist von meiner Mutter, also die mütterliche Linie, die Frauen hatten das schon längere Zeit, über mehrere Generationen. Aber nicht so ausgeprägt wie jetzt ich. Ja. Wie hast du das herausgefunden? Ja, als ich mal mit meiner Mutter gesprochen habe, wusste ich ja dann nicht mehr, wie soll ich erklären, warum es bei uns so nach Weihrauch riecht, dass ich so gern zum Räuchern nehme, eben auch für die Energie. Und meine Mutter hat gesagt, oh, das riecht total schön hier. Also sie möchte auch wieder Weihrauch haben. Und ich schaue meine Mutter auch an und denke, wieso Weihrauch? Ja, wenn die wieder in die Wesen in meine Gardinen sich verheddern und die sind dann da und dann ist dann das. Und dann habe ich sie angeschaut und gesagt, Und sagt sie, ja, das hat schon die Tante und die Oma. Und sage ich, danke, hätte mir geholfen, ich hätte das gewusst. Das wusstest du nicht? Nö, meine Mutter hat ja auch, braucht man ja nicht drüber sprechen, Die waren schon immer irgendwie mal da. Mhm. Und hast du deine Großmütter eigentlich noch kennengelernt? Mhm. Ich denke, gell? Ja, also beide Großmütter und einen Großvater. Der andere Großvater ist im Krieg gefallen. Den habe ich nicht kennenlernen dürfen. Ja. Und du hast bei ihr das auch nicht festgestellt, dass sie da gesehen hat oder gemerkt? Sie sind schon ganz früh gegangen, schon in dem 1980. Also es ist schon ganz, ganz lang her. Ja. Und da war ich dann ja auch, ich war 12 Jahre alt oder so. Ja. Da sind sie schon ziemlich miteinander gleich gegangen. Ja. Also da hatte ich noch gar nicht die Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen. Ja. Nur im Nachhinein ist mir das klar, warum meine Oma, wenn ich bei ihr war, so komische Dinge immer mal wieder gemacht hat, weißt du? Und warum sie mit jemand gesprochen hat, wo eigentlich niemand da war, weißt du? Und ich habe halt als Kind gedacht, okay, ich weiß jetzt auch nicht, aber war man normal? Ich dachte vielleicht Selbstgespräche oder so. Ja. Und heute weiß ich, nein, sie hat dann auch jemanden gesehen und hat dann gesprochen. Ja. Das wegen dem Sehen, du hast es vorhin schon erwähnt, dass du mal im Supermarkt gewesen bist und das gesehen hast. Und ist das immer noch so? Also heute ganz, ganz selten, weil ich natürlich für mich gelernt habe, dass ich so meinen Kanal so gut wie möglich schließe. Gerade wenn ich dann in den Supermarkt gehe. Also der Supermarkt war wirklich mein Supergau damals immer. Ja. Weil ich die Menschen hatte, die Schutzengel hatte, die Vorausgegangenen, diese komischen Energien und der ganze Supermarkt ist voll. Das ist auch heute noch so. Daher kommen auch viele Menschen, gehen ja zum Einkaufen, kommen heim und sind total erledigt, müde, erschlagen. Mhm. Weißt du? Ja. Weil du läufst da wirklich durch eine Energie hindurch, die ist wirklich heftig. Mhm. Manchmal kommt noch jemand mir entgegen, also wenn ich das dann wirklich sehe oder auch Menschen, denen es gesundheitlich gar nicht gut geht, dann sehe ich schon auch, welche Energie sie noch dabei haben oder der Schutzengel oder so. Und dann habe ich einfach liebe Gedanken immer zu den Menschen. Mhm. Alles gut. Ja. Wie ist es mit den Kindern? Arbeitest du auch mit Kindern? Mhm. Ja, die Kinder, die sind heutzutage so 3, 4, 6 Jahre alt und sagt, Bea, ich erkläre dir mal kurz, wie die Welt hier funktioniert. Da kannst du wirklich nur staunen, was sie alles wissen und die Zusammenhänge, was sie sehen, was sie fühlen. Sirius nennt sie ja auch die Regentin des Lichtes. Die Kinder? Ja. Ah. Die kommen hier so, die heranwachsenden Erwachsenen, nennen sie sie ja auch. Mhm. Und dass wir sie viel mehr für voll nehmen sollten, ihnen viel mehr zuhören sollten. Und das geben mal, also wenn man von Regenten sprechen möchte, aber es gibt halt einfach Redewendungen, die braucht man. Und sie werden da ganz viel Neues in die Welt tragen. Und sie sind ja auch schon
da mit ganz viel Neuem. Ne? Ja. Und haben Kinder auch viele fremde Energien? Nein? Wenig. Also wenn ich Kinder sehe, also ihnen erkläre ich das immer, sie haben da wie so Post-its. Ja, weißt du, die da so. Ah, ja. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich die ihnen dann einfach mal weg. Und dann sagen sie auch, ach, das brauche ich nicht mehr oder das brauche ich nicht. Aber das kommt auch manchmal eben auf die Familie drauf an. Ja? Wie ein Kind vielleicht jetzt nicht ganz alleine im Körper ist oder Energien dabei hat. Aber die meisten Kinder, entweder sind sie total aufgeweckt oder eben mit der Psyche, also Jugendliche im Schulalter, die haben schon auch ganz schön zu kämpfen mit sich, psychisch. Und das ist dann, ja, da erstmal heranzukommen, ihnen das zu erklären, einen Weg zu zeigen. Und oftmals, wenn sich die Psyche zeigt in meinem Gegenüber oder auch mit Depressionen, dann ist es ganz, ganz oft so, dass der Mensch nicht alleine unterwegs ist. Und das kommt dann so auch vielleicht in der Ausdruck, ja. Ja, und dann bietet sich wieder die Möglichkeit, dass du versuchst oder diese Energie zu dir nimmst und dann erlöst, oder ist das falsche Wort? Ja. Also sie sind meistens dankbar, ja. Also es gibt natürlich auch Energien, die rebellieren ziemlich und die haben mit mir auch dann irgendwie nur ein bisschen ein Thema. Aber ich habe eben für mich auch gelernt, immer wenn ein Reading zu Ende ist oder ein Lehrgang oder wie auch immer, dass ich sage, so, und jetzt gibt es hier aber eine energetische Grenze. Also da war ich jetzt Lehrerin, Wegbegleiterin, Heilerin, wie auch immer. Und hier bin ich aber privat. Natürlich ist das bei mir, weil ich mache ja jetzt seit über 15 Jahren tagtäglich nichts anderes, wie die Botschaften aus der geistigen Welt zu überbringen, dass ich manchmal schon gar nicht mehr weiß, welche Welt ist das. Also es kann manchmal sein, ich gehe in ein Restaurant und mein Mann sagt, ich soll mich da hinsetzen oder den Tisch. Dann sage ich, nee, da sitzen ja Leute. Dann sagt er, nee, da sitzt niemand. Ja, und ich sehe halt die Vorausgegangenen, die da sitzen. Und manchmal war es schon so, dass ich immer erstmal so ganz vorsichtig hinglaube bin, habe mal geguckt, okay, lässt sich der Stuhl wirklich bewegen oder nicht? Ja. Und da bin ich jetzt aber immer wieder, wo ich sage, nein, ich möchte auch einfach mal nur ich sein. Aber es ist nicht so einfach. Ja, ja, das glaube ich. Du hast, nein, Moment. Irgendwann erwähnst du, dass wir alte Gewänder abstreifen. Ja, was meinst du damit? Ja, das ist eine Botschaft von Maria Magdalena, dass sie mir zeigt für dieses Jahr. Und das zeigt sich, wie lauter alte Gewänder oder was so umhängen. Ja, sagt man so dazu? Umhängen. Ja, genau. Ja. Dialekt, gell? Ja, klar. Und sie hat gesagt, dass wir das fallen lassen können. Mhm. Ja. Und es wechselt sich jetzt unser Gewand auf 2024, 2025. Und ich fand das so ein schönes Bild, das sie mir auch gezeigt hat, wo mir auch nochmal, dass es uns bewusster wird, wie viel Altes wir noch mittragen, ob es Glaubenssätze ist, ob es Schuldthemen sind, ob man in der Vergebung sein darf, zum Beispiel auch sich selbst gegenüber. Und das macht ja eher eine schwere Energie. Und sie hat gesagt, nein, lasst es fallen, wie Staub zu Boden, lasst es fallen und dann schlüpfen wir in ein neues Gewand. Und das ist ein ganz weißes Lichtgewand und das wird uns dann wie so ganz, ganz zart übergelegt und dann stehen wir da wirklich so in diesem Licht und ich war, wow, und das ist jetzt dieser Übergang, wo wir jetzt, heute sind wir am ersten Advent, das ist jetzt genau die Zeit auf Weihnachten und zeigt sich so bis zum 10. Januar. Da geschieht jetzt ganz, ganz viel und teilweise von ganz alleine. Das finde ich so schön, dass es unsere Einstellung ist, ja zu sagen zur lichtvollen geistigen Welt. Ich bin jetzt bereit, loszulassen, zu wandeln, Altes hier zu lassen in diesen Jahren
also als eigene Bewusstsein für sich da dafür zu haben, in Liebe zu sein, ja, Spannung zu haben auf die kommenden Jahre und zu sagen, ja, und jetzt schlüpfe ich in dieses neue Lichtgewand. Und da kam auch ja dann herein, heile dich durch dich selbst. Das finde ich so wunderschön kraftvoll und zeigt nochmal, was ja in uns liegt. Ja? Ja. Also auch wenn ich ja Heilerin mich nenne, ja, braucht einfach so Wörter, als Wegbegleiterin bin ich da, als Instrument, wie auch immer. Aber der Mensch ja selber braucht ja auch die Bereitschaft zu sagen, jawohl, ich mache jetzt oder ich kann oder ich möchte, wie auch immer. Es ist ja ein Miteinander. Ja. Daher sage ich ja, das Wunder fällt nicht vom Himmel. Aber jetzt sind wir in dieser Zeit ganz viele Dinge von ganz allein geschehen. Ja. Und da so auch, ich mag das mit meinen Teilnehmern auch so gern, dass jeder sich ein Teelichtle jeden Tag für sich selber mal anzündet. Wenn man morgens am Frühstückstisch sitzt, jetzt gerade zu der Zeit, einfach mal ein Licht für sich selber anzuzünden. Sage, das bin ich. Und das leuchtet jetzt für mich, solange ich da frühstück und noch rumwerkel und wie auch immer, dass man das erkennt, wir sind das. Wir sind das Licht in uns und was wir für eine Kraft haben, in diesem Licht zu sein. Ja. Was für ein schönes Symbol oder so ein Ritual, das zu tun. Die Rauhnächte sind jetzt, du sagst, glaube ich, nicht Rauhnächte. Ich sag Lichttage und Lichtnächte, weil auch war so vor 2 Jahren hat sich das so gezeigt bei mir, da ist so viel Licht und ich sehe auch dieses Licht immer ein bisschen wie so Nebel und so, also ganz, ganz schön und dann sage ich, ja, und die Rauhnächte hat irgendwie so was sehr, sehr Altes, manchmal auch für mich was Drückendes. Und dann kam wieder Maria Magdalena herein und sie hat gesagt, also ihr möchtet ja immer das Neue und ihr möchtet in so vielen neuen Dimensionen sein, aber warum knüpft ihr immer wieder an das Alte wieder an? Und wenn man teilweise in den Rauhnächten ja diese Rituale macht, die sind ja sehr, sehr alt teilweise. Und da zeigt sich dann von mir, das passt irgendwie nicht mehr zusammen. Und dann kam eben bei mir herein, das sind die Lichttage und die Lichtnächte. Und ich begleite die Menschen in diesen Tagen aus dem Moment heraus. Was ist die Botschaft der geistigen Welt? Was ist unser Thema heute, wenn wir auf Zoom zum Beispiel zusammenkommen? Was sollen wir heute machen? Also ich gehe nicht nach diesem Rauhnachtskalender, weißt du, von welcher Nacht auf welchen Tag man was machen sollte. Das ist natürlich auch sehr schön. Ich weiß, ganz viele lieben es auch, diese Rituale, diesen Ablauf zu haben. Das gehört irgendwie zu Weihnachten. Aber es kommen auch ganz viele zu mir und sagen, oh ja, das fühlt sich auch gut an. Ach, ich muss mal gar nichts machen. Weil manche Menschen denken ja, oh, ich habe eine Rauhnacht verpasst. Oh. Das war die Rauhnacht nächstes Jahr im Mai, weißt du? Jetzt wird das vielleicht nicht ein guter Mai nächstes Jahr. Und ich lasse es einfach fließen. Was kommt herein an diesen Tagen? Und das überbringe ich dann den Teilnehmern. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ich weiß, die Rauhnächte, die geben dieser Zeit eine schöne Qualität, aber es fühlt sich auch gut an, das zu hören, was du sagst, so diese etwas mehr Leichtigkeit vielleicht. Und dann eben auch, wenn es dann ein Stress wird, oh, jetzt muss ich noch das machen, auch noch, und dann sitzt du nachts um 11 noch hin und musst noch etwas aufschreiben, dann ist es eigentlich mehr eine Belastung als etwas Schönes. Ja, das habe ich eben von, also ich habe auch so begleitet viele Jahre, aber ich habe dann gespürt, dass es eigentlich viele einen Druck macht. Ja. Ja. Also habe ich nur das Ritual gemacht, habe ich das aufgeschrieben, habe ich das nichts vergessen. Ja. Nachts konnte sie teilweise nicht mehr schlafen und dann dachte ich, also ja. Und dann kam über Maria Magdalena und hat gesagt, was hältst du denn von Lichttage und Lichtnächte? Dann gesagt, das finde ich fein. Das ist schön. Was mich, also für mich war das mit dem Wunsch aufschreiben und Wünsche verbrennen und der Letzte bleibt. Also so habe ich es gemacht. Das fand ich, das hat so etwas Spielerisches und das war so wie
Das hat wahrscheinlich etwas Kindliches ja. erweckt bei mir. Und das fand ich das wirklich Spannende daran. Ja. Welcher bleibt? Genau, das kann man ja immer noch machen. Ja. Weißt du, wenn man sich da drin ja findet ja. und sagt, wow, das passt zu mir oder ich nehme mir etwas heraus, wie du jetzt sagst, das findest du spannend. Ja, selbstverständlich. Ja. Es darf ja alles ja. sein. Ja? Es soll ja für jeden Menschen, jede Seele so sein, wie es passend ist. Ja. ja, schön. Jetzt mache ich einen großen Gump, würde man auf Schweizerdeutsch sagen, einen großen Sprung. Du hast, weil mir ist noch etwas eingefallen, du hast wegen Sirius ja, gesprochen und dann dachte ich für mich so, wieso eigentlich Sirius? Oder spielt, ja, die Frage spielt vielleicht keine Rolle, aber bei dir hat sich Sirius gezeigt. Ja, ja. Es ist ja so, also ich werde ja einfach von der geistigen Welt kontaktiert, ja. von wie wer mit mir sprechen möchte. Ich nehme nie bewusst Kontakt dazu auf. Das war auch wie Maria Magdalena sich 2015 bei mir gemeldet hat, bringt die Menschen zu mir. Und so gingen die Maria Magdalena-Reisen ja dann los. Ja. Und Sirius habe ich wahrgenommen in dem Seminarhaus, wo ich jetzt 10 Jahre war, schon vom ersten Tag an, waren immer so 3 Lichtgestalten und die sind immer in einer Ecke vom Seminarraum gestanden und ich dachte, okay, lassen wir sie einfach mal da und wusste aber überhaupt nicht, wer das ist, sondern habe sie einfach die 3 Lichtgestalten genannt. Und 2020 hat sich das geändert, auf einmal wurde die so von hellblau, immer dunkelblau, also immer in so bläulichen Farben, da habe ich immer nur keine Ahnung. Und dann bin ich mal wieder eines Nachts aufgewacht und dann stehen sie 3 vor meinem Bett und sagen, sie sind Sirius A, B und C. Und ich dachte als alles Erstes, um Himmels Willen, was wollt ihr jetzt von mir? Und dann habe ich sie gleich ganz schnell gesprochen. Sie bringen mir einen Seelencode und Symbole und was weiß ich was alles. Und ich so, nein, sowas wollte ich nie haben. Und dann weißt du wieder, was nie bedeutet. Ja, genau. 2 Tage später bin ich aufgewacht und hatte ein Symbol auf meinem Arm. Und bin wirklich fast zu Tode erschrocken. Und dann hat wieder Sirius A gesprochen, das ist das Heilsymbol von Sirius, ich soll das den Menschen bringen. Und dann ging das los wie Sirius A, also mit mir spricht das Planetenbewusstsein und hat mir da mal, habe ich mal fleißig geschrieben, alles Mögliche überbracht an Symbolen, an Zahlen, an Codes, wie auch immer. Und daraus ist ein Buch entstanden und die Heilsymbole. Ja. Ja, ich sehe es vor mir, oder? Dieses Symbol, das sieht man auf deiner Homepage, hast du das Symbol. Sagst du denn auch Seelenheimat? Noch so vielleicht eine komische Frage. Ich habe einfach die Seelenheimat gehört. Ja, nein. Nein? Habe ich so, also ich habe Sirius auch so für mich, also in meinem Gefühl, eher etwas Außerhalbes von mir. Also sie waren da und haben mir den Auftrag gebracht, das und das und das soll ich in die Welt tragen. Ja. Und dann wurde es auch wieder stiller. Also sie kommen immer eher mal in so Wellen herein. Wenn ich also auf YouTube sind ja auch Gespräche mit ihnen und die kommen herein und sagen, jetzt gibt es wieder etwas. Das ist nicht, dass ich sage, aber heute ist ein guter Tag mit meinem Terminkalender. Ja. Ich wollte jetzt gerne, würde passen. Nein, sondern sie kontaktieren mich und sagen, jetzt gibt es wieder etwas. Ja. Und das finde ich dann sehr, sehr spannend. Ja. Gut, und andere werden von den Plejaden kontaktiert. Sehr das viel. Ist schon so, gell, dass da verschiedene das Kontakte Universum, da sind. Viele Planeten, viele sprechen ja mit Planeten und Sternen und was es da alles gibt, ist ja wirklich unglaublich, was sich da jetzt so in den letzten 2-3 Jahren auch getan hat. Ja, und ich lerne das jetzt immer mehr kennen, auch wenn ich da zuhöre. Wie das ich finde es halt spannend, weißt du, du brauchst ja, ich brauche für nie etwas eine Vorbereitung, sondern es geht um ein Thema und wie auch immer und dann fließt es ja einfach durch mich hindurch und dann sprechen sie zu der Zeit, was sie dann zu sagen haben. Mal mehr, mal weniger, je nachdem. Und ich finde das einfach total spannend. Ja. Ja, schön. Ich versuche auch in den Gesprächen, die ich mache,
also das habe ich abgeguckt, oder es ist mir vielleicht wieder eingefallen, dass das ja wirkt, man kann sich führen lassen, ich weiß es ja. Und dann habe ich mir auch vorgenommen, diese Gespräche, dass ich mich führen lasse, und dann habe ich auch, das mit dem Stift hat mich beeindruckt, und dann habe ich gedacht, also wenn ich jetzt die Augen schließe, das war am Mittwoch, und wenn ich mir jetzt hier aufschreibe, kommt eine Botschaft, was soll ich im Gespräch mit der Beate, und dann habe ich aufgeschrieben, und ich weiß ja nicht, ob ich es jetzt war, aber ich habe einfach, lasse dich führen im Gespräch, wir begleiten dich und geben dir Hinweise, und sei du selbst, das ist gut genug. Mhm. Und wer hat es gesprochen? Das ist dein Schutzengel. Ist es der Schutzengel? Mhm. Schön. Ja. Und dann dachte ich schon, ja, das ist ja so. Ja. Gibt so Sicherheit. Ja. Weißt du, wie ich vorher mal gesprochen habe, ich weiß ja in diesen Momenten, ich als Beate, ich kann das ja überhaupt gar nicht wissen. Ja. Also ich bin es nicht. Also brauche ich mir ja gar keinen Kopf vorher drüber machen. Weißt du, wie wenn heute Abend die Botschaft von den Schutzengeln ist, es gibt keine Vorbereitung, ich muss keine PowerPoint-Präsentation, keine Flipcharts, ich brauche nie etwas, sondern ich bin ja dann geführt aus der geistigen Welt und von den Schutzengeln oder auch von meinem Schutzengel. Ja. Schön, das löst bei mir so ein Gefühl von Dankbarkeit aus, dass es so ist, und auch Demut ein wenig. Sehr. Nicht. Ja, das ist ja unser Einstieg, diese Gnade und Demut. Mhm. Wenn mich die Menschen fragen oder Teilnehmer, Mensch, wie mache ich denn das, dass zum Beispiel die Verbindung zum Schutzengel oder zu den Engeln, und dann sage ich, es ist ja schon die Verbindung da, weil ihr seid ja Gnade, Demut, Hingabe, wie auch immer man es nennen mag, sonst kommt man ja gar nicht auf die Idee, die Engel zu befragen. Mhm. Und wer soll denn sonst antworten? Wenn du mit dieser Intention in deinem Herzen bist, in der Liebe bist, in der Selbstliebe bist und du hast eine Frage an Erzengel Michael, ja, wer soll dir denn da sonst antworten? Mhm. Geht gar nicht anders. Ja. Und das ist so schön, diese Telefonleitung, ja, die steht ja immer. Ja. Und das ist dann so Learning by Doing, sich zu vertrauen, zu wissen, was sind meine Gedanken, was sind nicht meine Gedanken? Mhm. Und das war es eigentlich dann schon. Das war es eigentlich dann schon. Es könnte ein Schlusswort sein. Genau. Ja. Es ist viel einfacher, als man denkt. Ja. Ja. Drum, ich mache auch mit alle meine Teilnehmer oder so, man hat nie eine Vorbereitung, wenn man in die Heilarbeit geht oder Botschaften in die geistige Welt oder in Familienahnenheilungen, sondern wir starten genau so aus dem Moment heraus, bis sie dann merken, ja, Moment mal, wir haben ja gar nicht meditiert. Ja, Moment mal, wo war denn die Vorbereitung? Ja. Ich sage, nein, du brauchst die überhaupt nicht, weil die ist ja in deinem Herzen da. Und die geistige Welt weiß ja in dem Moment, warum bist du da und was möchtest du? Also dieser eine Atemzug ist es bei mir. Schön. Wunderbar. Ich möchte noch zum Abrunden darauf hinweisen, was noch kommt bei dir. Also du hast eine Homepage, du hast ein großes Angebot da. Ja. Du hast Reisen, Maria Magdalena Reisen, die du anbietest. Es ist eine Freude, dich hier zu haben. So eine schöne Verbindung, die sich da ergibt. Ja, es ist so auch Freude, hier zu sein. Ja. Bei euch so eine schöne Energie und eure große Liebe, die ihr habt und was ihr da so, ihr wirklich sehr, sehr liebevoll in die Welt tragt. Ja. Danke. Danke für dieses Kompliment und danke dir fürs Gespräch. War wunderbar. Dir. Ja, schön leicht. Sind wir hindurch. Ja, genau. Ja, danke schön. Danke dir. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freuen wir uns über Daumen hoch, über Kommentare, wenn du unser Video teilst, wenn du den Kanal abonnierst. So kannst du uns unterstützen in unserer Arbeit, und das freut uns natürlich von Herzen. Wir danken dir dafür und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss!